und ich glaube mit 16 Toren hinten lag. Das ist, aber das nennt man Spieleinstellung bis zum Schluss durchspielen. Das erwarten uns jetzt auch von den beiden Mannschaften. Wir sehen es jetzt auf der Seite von Grün bei Schwerin 1 vom Gastgeber. Die haben sich allesamt hingesetzt und hören ihrem Trainer zu. Auf der anderen Seite, das können sie nicht sehen, ist es ebenso. Da hat sich die fast komplette Mannschaft hingesetzt. Und da wird ganz ruhig gesprochen, weil es geht hier natürlich nicht um Ergebnisse, sondern es geht hier darum, die Ausbildung der jungen Spielerinnen voranzutreiben. Denn eine von den Spielerinnen könnte ja später mal in anderen Ligen spielen. In hohen Gefilden, wie vielleicht sogar in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen. Na, das will ich doch mal stark annehmen. Der SV Grün-Weiß macht ja eine sehr gute Jugendarbeit. Ich denke mal, das Paradebeispiel ist sicherlich die B-Jugend, die ja schon mit mehreren Titeln sich erfolgreich durchgesetzt hat und auch jetzt in der Liga relativ erfolgreich ist. Das sind, denke ich mal, so die ersten Früchte, die der SV Grün-Weiß trägt. Wobei man sagen muss, diese Mannschaften werden sicherlich auch von sehr, sehr guten Trainern gecoacht, wo wir natürlich auch viel erwarten können. Ja, und währenddessen das 4:0 für Grün-Weiß Schwerin 1 durch Tabea Alm. Ja, es ist die Frage, wie viel man von denen erwarten kann, weil man ja nie genau einschätzen kann, ob ein gutes Talent sich denn auch so weiterentwickelt, wie es man ihm voraussagt. Wir haben da durchaus schon Beispiele im Jugendbereich, wo die Ansätze gegeben sind, die könnte mal in den ersten beiden Bundesligen mitspielen. Das auf jeden Fall. Wobei man auch immer sagen muss, das sind noch junge Spielerinnen, die entwickeln sich noch über die Zeit hinaus. Und da muss man auch gucken, ob die Interessen dabei bleiben. Das will man natürlich für den Verein natürlich immer hoffen, dass sich gerade gute Spielerinnen weiter auch dem Interesse des Handballs verpflichtet fühlen. Und da natürlich dann auch weiter bei bleiben und dem Verein erhalten bleiben und dementsprechend natürlich auch nachher bei der ersten oder zweiten Frauenmannschaft als Verstärkung dienen und natürlich dann auch ich komme jetzt gerade nicht aufs Wort, Kai. Ja, dass so weitergeht die Entwicklung für den Verein, so weitergeht, um dann entsprechend auch mit den repräsentativen Frauenmannschaften dann auch in den entsprechenden Ligen, in die entsprechenden Ligen vorzustoßen. Wir sind jetzt hier bei der ersten Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin sicherlich der Aufstieg in Liga 3. So, wenn, dann kommen wir aber auch natürlich gleich zum nächsten Thema, denn so eine Mannschaft in den höheren Ligen, wir sehen das ja nicht nur beim Handball, sondern auch beim Fußball, bei vielen anderen Sportarten, wie schwierig das ist, so eine Saison zu stemmen, weil es ja auch nicht ganz so billig ist, allein wenn man dann in höheren Ligen spielt, wie jetzt der Ostsee-Spreeliga bei den Frauen. Man muss Reisen in Kauf nehmen bis an die Grenzen von Brandenburg. Momentan in der dritten Liga dann sogar noch ein Tick. Und da kommen natürlich Reisekosten auf einen zu, da kommen natürlich die Hallenkosten, die natürlich immer bestehen. Allein auch für die Trainingseinheiten, von denen man wahrscheinlich ein bisschen mehr braucht. Dann muss man die Schiedsrichter bezahlen, die ja, oder gar nicht die Schiedsrichter an sich das Teure sind, sondern hauptsächlich die Anfahrten, wenn die dann in der Ostsee-Spreeliga dann zum Teil auch wirklich von da unten kommen, aus Cottbus kommen. Und das muss alles bezahlt und finanziert werden. Und da ist man natürlich auf Sponsoren angewiesen und das ist in einer Umgebung wie Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern an sich nicht so einfach Unterstützung zu finden. Ja, du sagst es schon, gerade Schwerin, was jetzt nun nicht, was zwar für den Frauenhandball sicherlich eine Nummer ist, aber es ist halt ein bisschen abgelegen, wenn man es mal so kartografisch betrachtet. Wenn man dagegen die Mannschaften sieht, Mecklenburg oder. Da möchte ich kurz einhaken. Schöner Doppelpass von Shira Rüdiger, die das Tor aufmacht mit Charlotte Püsselberg zum 5:0. Ja, wie ich schon sagte, wo gerade in den Ballungszentren des Handballs, wenn man in Mitteldeutschland guckt, da sind die Mannschaften ziemlich dicht beieinander. Man kriegt schneller mal auch einen Spieler ran, wenn man mal irgendwo dort den Mangel hat. Die Fahrzeiten sind nicht so weit zu den einzelnen Vereinen bzw. Hallen, sodass auch mal Spieler dann kurz mal zum Training kommen können, auch wenn sie in einer anderen Stadt sitzen. Ja, Tabea Alm jetzt mit dem 6:0, ihr dritter Treffer bereits in diesem Spiel.
für die E1. Wie gesagt, das zieht sich ja auch hoch bis in die höherklassigen Ligen. Wir hatten letztens zweite Liga bei den TSG Wismar und da sagte der Verein auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade hier oben im Norden, dort die Spielerinnen zu halten, gerade was das Wirtschaftliche angeht. Die wollen alle arbeiten nebenbei. Frauenhandball ist halt noch kein Profisport in dem Sinne, dass man davon leben kann. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass der Verein hinter den Spielern steht und natürlich da auch die entsprechende Arbeit leistet. Ja, da kann man ja auch ein bisschen vorgreifen. Rostock hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, die Rostock Dolphins, die ja eine Zeit lang zweite Liga gespielt haben, momentan in der dritten Liga sich aufhalten. Dann ist einfach irgendwann feststellen mussten, dass sie sich einen Profispieler nicht leisten können. Und ähnlich ist es natürlich auch bei TSG Wismar. Und so haben wir es auch erlebt hier, wie sie zu Gast waren, der TSV Nordharesley. Und das ist dann schon ein sehr professionelles Hobby, was man da betreibt. Das kann sich nicht jeder leisten, das ist auch nicht mit jedem Beruf unbedingt möglich. Ich kenne das aus dem Männerhandball, wie schwierig das ist, die Mannschaft zusammenzuhalten, gerade bei Schichtarbeitern. Und die Schichtarbeit wird ja auch immer mehr, wo man froh sein muss, dass die Jungs denn überhaupt Arbeit haben. Und da haben wir schon wieder den Torwart sehr weit draußen, würde ich mal sagen. Ja, es war ein sehr schwacher Pass, da kriegt sie den Ball an Fuß und dann ist natürlich wieder Ballbesitz für die erste. Und die zweite kommt noch nicht mal so richtig zu einer Torchance. Und währenddessen Nele Mönnig mit dem nächsten Treffer. 7:0 für die E1. Ja, aber gäbe es da vielleicht auch Möglichkeiten für den Verein? Weil man ist ja auf die Wirtschaft angewiesen, etwas zu tun, um vielleicht den ein oder andere kleine Unternehmen nach Mecklenburg zu locken. Oder ist man da eigentlich völlige Hände gebunden? Ich sag mal so, die Vereine haben sicherlich ihr Sponsorenrepertoire und sicherlich wird auch mit den Sponsoren über Arbeitsplätze der Spieler gesprochen. Da gehe ich mal fest von aus. Also das will ich auch schwer hoffen, dass die Spieler auch hier gehalten werden können, sodass sie ihrer Arbeit nachgehen können und dass sie dementsprechend auch nicht gezwungen sind, irgendwo anders hinzugehen und dementsprechend dem Verein auch erhalten bleiben. Gibt es Möglichkeiten, wir sind jetzt der Konter, der Pass von Mönnig kommt nicht an. Na, und da hört man gerade den Trainer nicht überhastet, ruhig spielen. Sie haben ja auch keine Not, jetzt überhastet zu spielen, man führt hier klar. Und man sollte jetzt natürlich die Möglichkeit nutzen, hier gegen die Ingenieure einfach auch ein bisschen auszuprobieren. Weil jeder von ihnen sollte sich daran erinnern, letztes Jahr, wann sieht dieser Jahrgang? Ja, man sollte sich darüber hinaus, dann ist das schon gesagt, wirtschaftlich schwache Situation in Mecklenburg, was dann da auch dazu führt, dass es viele Leute abwandern, es wenig jungen Nachwuchs gibt und dadurch auch noch das Problem, wie für Vereine von Grün-Weiß-Schwerin, es fehlt die Konkurrenz. Wir haben in Mecklenburg die großen Handballstandorte, Wismar, wo im Nachwuchs jetzt ein kleines Loch entstanden ist, aber dann noch Neubrandenburg und auch Rostock, die da entsprechende Nachwuchsarbeit betreiben. Aber sonst fehlt einfach die Spitzen, um sich zu messen, wirklich, um noch weiterzukommen. Weil gerade in einer Liga, wo du jeden Gegner klar dominierst, lernst du nicht so viel wie gegen schwerere Gegner. Und Nele Mönnig jetzt mit dem 8:0. Wobei ich sagen muss, Schwerin hat sehr, sehr gute Voraussetzungen, was die Entwicklung der Jugendlichen betrifft. Wir haben sehr, sehr gute Sportstätten, muss ich immer wieder sagen, wenn ich mir unsere Sportstätten so im Gegensatz zu anderen Städten angucke. Auch was die schulische Ausbildung mit dem Sportgymnasium hier in Schwerin betrifft, finde ich immer wieder sehr, sehr schön, dass dort die Möglichkeit auch für die jungen Sportler gegeben ist, ganz einfach sich zu entwickeln und auch in ihrem Hobby aufzugehen und das auch weiter zu verfolgen. Und
Und das ist ja auch nicht nur beim Handball so, das ist bei allen Sportarten so. Wir haben, denke ich mal, auch im Fußballbereich oder im Segelbereich haben wir sehr, sehr große Größen, sag ich jetzt mal, die einiges erreicht haben in ihrer Laufbahn. Ich weiß nicht, wie viele, allein im Segeln, wie viele deutsche Europameister und Weltmeister wir hier in Schwerin ausgebildet haben, aber es waren sicherlich einige. Ja, das sollte man da in dem Moment natürlich auch mal erwähnen, weil das, wie viel weiß man davon? Ich meine, das ist eine Welt- und Europameister, das sind ja Großen, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal von Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern und eben Schwerin. Aber ich finde, man hört da auch zu wenig von. Das kann man machen, um da halt mehr zu machen. Denn selbst wenn jetzt in der Handball-Nationalmannschaft eine Schwerinerin spielen würde und jetzt Lele Mönnig mit ihrem nächsten Traverse um 10-0, das bekommt man ja gar nicht mit. Was könnte man da halt tun, um das ein bisschen mehr zu pushen, um zu zeigen, Mensch, wir haben hier eine sportliche Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern, die sich sehen lassen kann. Ich denke mal, das machen wir schon mit unserer Arbeit. Das ist, denke ich mal, sollte auch unsere Aufgabe sein, auch den Leuten einfach ganz einfach zu zeigen, pass auf, hier in Schwerin passiert was, wir bilden die Jugend aus, wir haben ein super Konzept im Prinzip, was sicherlich immer noch verbessert werden kann, das sollte auch immer verbessert werden, aber wir können den Jugendlichen das bieten, was sie brauchen, um sich sportlich zu aktivieren, um sportliche Höchstleistungen abzurufen. Und ich denke mal, das ist in Schwerin eigentlich sehr, sehr gut angesiedelt. Nicht nur in Schwerin, auch in allgemein in den neuen Bundesländern, muss ich sagen, was die sportliche Entwicklung ist. Ich denke mal, das ist auch, um es jetzt mal vorwegzugreifen, ist auch wirklich ein Verdienst der damaligen Regierung, die vielleicht nicht unbedingt so passend war, aber was die Entwicklung des Sportes betraf, war doch da sehr viel gegeben. Es entwickelt sich immer weiter und ich muss sagen, die leisten sehr, sehr gute Arbeit. Ja, das ist Caroline Büsselberg mit dem 11. Treffer. 11-0. Und jetzt haben wir noch 3 Minuten bis zur Halbzeit. Und haben in der ersten Halbzeit sehen können, was der zweiten E-Jugend eben noch fehlt. Diese Schnelligkeit, das zielstrebige Spiel nach vorne, um sich durchzusetzen gegen diese E1. Und wir haben das eben auch kurz gemerkt, wie es losging, wo man fragte, ja, wer gewinnt denn heute? Und jetzt das Tor!